So, dann wollen wir da erstmal das Wichtigste überhaupt machen. Gießen. So. Aber ich finde die Musik hier in dem Spiel schön. Das ist schön entspannt. Kann dabei relaxen. Schön entspannt dabei. Die Seele baumeln lassen und ordentlich gießen. Alles Mögliche gießen. Nee. Habe ich echt eine vergessen? Oh Mann. Warte mal. Ich hatte nur noch einen über, ne? Da. Na, dass ich einen vergessen habe. Da. Und weiter gießen. Toll. Einmal zu viel gegossen. Habe ich alles durch schon, ne? Jo. So, dann machen wir erstmal. Ach, die sind noch nicht alle durch. Okay. Dann kümmern wir uns erstmal um die Tiere. So, Mu, ihr Kühe. Oh ja, ihr seid gute Kühe. Die Bertha ist glücklich. Ja, gebt mir mal Milch hier so ein bisschen. Ihr habt es doch eh über, oder? Nur glückliche Kühe geben Milch. Gut, haben wir das erstmal geklärt. So, was brauche ich denn eigentlich nochmal für... Was war das jetzt fürs Fass? Achso, da brauche ich Silber, ne? Aber Schrott. Ich glaube, Schrott ist der Erde jetzt gerade das Problem. Ich glaube, da müssen wir irgendwie gucken, dass wir noch Schrott kriegen. Ja. Aber dann müssen wir unter Wasser gehen. Beziehungsweise. Bin ich überlegen, was können wir denn aufwerten? Ich würde gerne die Gießkanne aufwerten, aber dann kann ich einen Tag nicht wässern. Warte mal. Was sagt denn morgen das Wetter? Wettervorhersage. Die Vorhersage für Umgebung. Für morgen sind Wolken und kleine leichte Brise vorhergesehen. Okay, nee, dann können wir das mit der Gießkanne nicht machen. Dann machen wir die Axt. Da brauche ich doch bestimmt wieder Holz für. Da. Du bist noch in vollen Touren, ne? Ist aber gleich fertig. Du musst dir keine Sorgen machen. Wenn du alles an den Tag wässerst und dann die abgibst, ist die am nächsten Morgen fertig zum Abholen. Ja, genau. Gut, dass du es gesehen hast. Die Bronze-Variante ist es ja nämlich nicht. Habe ich überlegt gerade? Warte mal. Wir können ein bisschen Milch abgeben. Nee. Wir geben die Axt ab. Habe ich dich schon? Ah doch, dich habe ich schon.
Ja, ich will ja auch das Bewässerungssystem haben. Das Problem ist nur, ich muss ja die Korallen wahrscheinlich noch da öffnen. Werkzeug aufwerten. Goldene. Er braucht Goldbahn. Okay, gibt ja Sinn. Die kann ich ja gar nicht aufwerten. Ich habe gar keine Kohle. Haha. Aber ich weiß nicht, was die Schildkröte da braucht. Okay. Ist da einfach mal eine Krabbe drin. Ich denke mal, die große Milch kommt doch... Was ist denn hier los? Juri, warte. Du hast deinen Berichter vergessen. Oh, stimmt. Danke. Es braucht so viele Dokumente für diese Arbeit. Ein Bericht nach dem anderen. Ich glaube, daran gewöhne ich mich nie. Das gehört wohl zum Job. Ich kann mich nicht beklagen. Oh. Moment. Oh, komm später in die Bibliothek vorbei. Wir haben gestern ein paar neue Ärzteschriften bekommen. Ah, verflixt, das geht nicht. Ich musste in der Mittagspause ein paar Einkäufe erledigen. Uns ist übrigens das Essen ausgegangen. Brauchst du was von Sams Laden? Nein, danke. In Ordnung, dann bringe ich dir neue Zeitschriften mit nach Hause. Bis heute Abend. Anscheinend ist sie viel beschäftigt. Was ich gerade sagen wollte. Ich denke mal, dafür müssten die Kühe ein bisschen mehr Happiness haben. Kann das sein? Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich weiß nicht, ich kann mir nur vorstellen, nach einer bestimmten Anzahl von Sternen machen oder wollen sie das dann haben, denke ich mal. Achso, ich wollte hier hin. Das ist ja zumindest meine Theorie. Oh, die Krabbe haben wir noch nicht. Was ist denn die Uhr? 12 Uhr. Aber wir müssen trotzdem unter Wasser gehen. Da ich Müll brauche. Das heißt, die gehen wir mal hier ab. Ach. Falscher Sortierpunkt. Ja. Ach, guck mal den. Ach, den verschenke ich einfach gleich. Wird schon irgendwer mögen. Den legen wir einfach kurz jetzt dahin. Den nehmen wir mit. Okay. Dann würde ich mal sagen, kleines bisschen Unterwasserabenteuer. Zum Standort. Nee. Oder habe ich den jetzt zurückgesetzt? Ah, ich habe den zurückgesetzt. Okay. So, Leute, ich brauche Müll. Ah, das ist ja doch Müll. Aber trotzdem kann das auch nicht schaden. Jetzt ist jeder hier wichtig. So doof, dass nicht jeder was gibt. Guck mal, hier haben wir auch noch ganz viel. Da können wir eigentlich auch mal alles einsammeln.
Denn aus dem ganzen Müll können wir schöne Sachen wieder rausmachen. So, den Igel nehmen wir mit. Na komm. Ach guck mal, da haben wir den ganzen Schrott rausgekriegt. Ah, wollte schon sagen. Ach, das ist ja gar nichts. Ist ja gar kein Müll. Gut. Aber wir müssen weiter tauchen. Immer weiter nach Müll. Die Meere müssen schließlich wieder sauber werden. Er will ja hier die dicke Milch dann haben. Die ich halt noch nicht habe. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich schwimme gar nicht schnell. Jetzt schwimme ich erst wieder schnell. Oha, eine Truhe. Da bin ich gleich mal gespannt, was drin ist. Na, ich weiß, dass ich nicht mehr so viel Ausdauer habe. Aber dagegen können wir was tun. Wir hauen uns erstmal die Muschel rein. Unter Wasser ist klar. Mit den achtarmigen Seestern. Ach. Ja, ich weiß, dass da auch noch Müll war. Mir ist gerade eingefallen, wo auch ganz viel Müll noch sein könnte. Dich habe ich aber noch nicht. Okay, du bist auch sehr leicht schreckhaft. Scheint. Aber ich dachte mir, hier könnte auch noch viel Müll sein. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass ich nicht so viel Ausdauer mehr habe gerade. Naja. Einer geht noch. Und der auch noch. Okay, jetzt ist wirklich Schluss. Denk mal, da habe ich jetzt ein bisschen... Ach, guck mal, wir haben so schon Schrott. Also sehr viel Schrott eingesammelt. Können wir direkt holen. Was soll man denn so lange da hinschwimmen? Kostet nur Zeit. Ey. So. Damit es wieder fröhlicher hier aussieht. Warte mal, ich hab da noch da ein paar Meeresfische eingesammelt. Jetzt will ich nur mal wissen. Okay, nichts. Ja, mehr Salz habe ich ja schon. Amerikanische Auster. Ach so, das ist ein anderer Seestern. Okay.
Okay, du kannst rein, du kannst rein. Ich gucke mir mal, wie viel Wert du hast. Da müssen wir erstmal Schrott jetzt rausmachen. Ey! Schon sagen. Was brauche ich denn, um Dünger herzustellen? Saft. Achso, da brauche ich jetzt aus. Ach ja, der gute alte silbernen Seetang. Ich vermisse ihn schon sehr. Ich hätte gerne mehr davon. Aber dafür müssen wir uns erstmal bei den Kühen einschleimen. Die habe ich auch nicht rein zufällig hier, ne? Einer von denen. Ne. Du, 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 du. Warte mal gucken. Ne, du nicht. Ich kann doch bestimmt daraus was zu essen herstellen, oder? Guck mal. Haben wir ein bisschen Tauchersnack wieder dabei. Ach komm, da haben wir wieder 5. So, die habe ich ja da reingetan. Das. Okay. Moment. Ja gut, da können wir jetzt eh erstmal nichts mehr herstellen. Wir laufen nochmal ein bisschen rum. Ich habe heute nochmal Lust. Also wahrscheinlich machen wir noch eine Tag-Nacht-Wechsel. Weil da muss ich auch schon wieder ins Bett. Muss auch noch ein paar Sachen zusammenpacken für morgen. Bin ja schon froh, dass ich morgen kostenlos frühstücken darf. Von der Arbeit aus. Ein Grashüpfer. Den hatten wir nämlich noch nicht gehabt. Weil ich letztens... Wie hieß das? Das war eine Abstellung. Und da hat der, der die Abstellung halt geleitet hat, hat dafür gesorgt, dass wir dann halt frühstücken können. Die Tage. Also morgen halt. Der Termin wurde zwar schon ein paar Mal verschoben. Eine Kastanie? Okay. Kastanie kenne ich jetzt aber nicht. Sind das Kastanienbäume? Noch eine. Hm, interessant. Der hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir essen können. Und hat uns dann dafür halt Frühstück organisiert. Das heißt, morgen schön um 9 Uhr erstmal frühstücken dort auf der Arbeit und dafür noch bezahlt bekommen. Wer kann sich das schon, wer kann das schon von sich behaupten, frühstücken bezahlt zu bekommen? Hä? Herbsttrompete, aber die falsche. Kann ich die trotzdem abgeben? Moment. Ja, ne? Boah, ich hoffe, ich kann auch die abgeben. Ah, guck mal. Fehlt mir nur die Feige. Da weiß ich nicht, wie man die bekriegt. Wird nur eine Vermutung.
Na, guck mal, ein bisschen Kohle hat es wieder gegeben.